Am meisten mag ich den Kontakt mit Menschen, das klare und ehrliche und direkte Feedback von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe mich schon sehr viel entwickelt, aber ich habe halt auch ein tolles Team. Das übertrumpft halt gar nichts. Wie so eine Familie halt, fühlt sich's an. Ich bin die Annabelle, bin Anleiterin beim Verein Leben mit Behinderung. Als Anleiter ist, finde ich, gerade am Anfang einfach so, dass man einen Ansprechpartner hat. Als Azubi fühle ich mich schon gut hier aufgehoben. Das ist ein Hand in Hand arbeiten. Ich finde, es ist auch immer so eine ganz ehrliche Atmosphäre, familiär und ehrlich, weil die Menschen, auch ein Mensch mit Behinderung, ist immer so sehr ehrlich und da kann man sich ein Stückchen von abschneiden. Wir haben wirklich ein sehr lockeres Umfeld. Das führt auch wirklich dazu, dass ich sehr gerne zur Arbeit komme. Unser Alltag ist einfach ein schönes, gemeinschaftliches Zusammenleben. Am meisten mag ich den Kontakt mit Menschen, das klare und ehrliche und direkte Feedback von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich kann sehr gut eigentlich meine eigenen Interessen mit einbringen, mit seinen Ideen vor allem. Jeder hat so seine Stärken, was er gerne macht. Und wenn dann jemand Neues kommt, mit neuen, besonderen Interessen, das dann einfach auch mit den Leuten denen nahe zu bringen, das ist einfach schon immer was Tolles. Wir turnen, basteln, tun auch an der Maschine arbeiten. Gerade im Wohnbereich ist es ja so, dass wir auch für die Leute kochen müssen. Und da kann man ja dann auch eigenes mit einbringen. Also nimm ja zwei, drei Leute mit, da schnippelt jemand mal was und dann kochen wir zusammen. Die Beziehung, die wir zueinander haben, ist eine sehr enge, weil wir ja den Menschen in seinem Leben begleiten. Deswegen ist der Beruf auch so interessant. Jeder Tag ist halt anders da. Ich würde die Ausbildung jedem anderen auch empfehlen, weil es ein sehr wichtiger Beruf ist. Den auszuüben bringt eine Menge Spaß, eine Menge Freude und hilft auch dabei, anderen Menschen das Gleiche zu ermöglichen.